Hernán Crespo konnte sich nach seinem Wechsel zu Parma 1996 als einer der besten Nachwuchsspieler der Welt etablieren. Vor allem seine waghalsigen Hechtkopfbälle und seine spektakulären Dreierpacks sorgten dabei für Begeisterungsstürme. 98-99 führte der Argentinier Parma mit seinen Leistungen zu einer der besten Saisons, die der Club je erlebt hatte. Nachdem er im Hin- und Rückspiel des Finales jeweils ein Tor gemacht hatte, gewann der Verein die Coppa Italia und auch im Finale des UEFA-Pokals durfte man jubeln. Spieler des Tages im Finale war mit einem Tor und einer Vorlage natürlich Crespo. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Serie, und zwar Crespos Hybrid Tour. Ja, wir sind am Start, heute Folge 1, und das Konzept dieser Serie ist relativ einfach. Ihr habt jetzt gerade mal die Geschichte von Hernán Crespo gehört, beziehungsweise das ist im Endeffekt das, was in seinem Icon-Profil steht, und wir werden mit Crespo eine Tour machen, und zwar durch ganz Europa, beziehungsweise nicht Europa, sondern durch die ganze Welt, und zwar werden wir dabei immer wieder schöne Hybrids bauen. Das Prinzip ist relativ einfach, wir werden einmal durch alle Formationen durchgehen, also vom 4-4-2 gestartet, weil das die Standardformation ist, zum 4-4-2-2, dann weiter über das 4-5-1, das 4-5-1-1, dazu natürlich weiter die Fünferketten, die Dreierketten und so weiter und so fort, bis wir im Endeffekt alles einmal durch haben. Und dabei geht es im Endeffekt darum, wo Crespo jedes Mal hin, oder wo es Crespo hin verschlägt. Dieses Mal, weil es die erste Episode so noch nicht abstimmen konntet, geht es um seine Ex-Vereine, und Crespo hat gespielt bei River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, AC Mailand, ich weiß, warum ich das so komisch betont habe, und Genua. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, Parma einzubauen, weil zweite italienische Liga, aber zumindest Inter konnte ich einbauen, und wir haben allgemein sonst die ganzen Ligen, in denen er war, so ein bisschen berücksichtigt, beziehungsweise natürlich auch seine Ex-Vereine, und daraus ein schönes Hybrid gebaut. Das werde ich euch gleich vorstellen, und mit diesem Hybrid werden wir dann versuchen, die Daily Knockout Challenge diese Woche für Foot Champions zu packen, auch wenn ich für Foot Champions qualifiziert bin. Im weiteren Verlauf dieser Serie werdet ihr dann immer abstimmen können, in welchem Bereich wir uns aufhalten. Ich werde hier mal eine Map einblenden und ich werde euch da kennzeichnen, welche Bereiche es gibt. Beispielsweise wird es Nordamerika geben, es wird Südamerika geben, es wird Südeuropa geben, es wird Afrika geben, auch wenn es mit Afrika relativ schwierig ist. Allerdings kann man dann natürlich trotzdem einfach die Nationen nehmen. Da geht es ja nicht um die Ligen, sondern um die Nationalitäten. Es geht vielleicht um Asien und es geht natürlich um Nordeuropa und Mitteleuropa, also Deutschland, Niederlande, Luxemburg und so weiter und so fort. Ich werde es euch jeweils in den Bereichen einblenden, also ihr werdet schon verstehen. Und ihr dürft dann abstimmen, wo Crespo in der nächsten Episode hin soll. Und zwar in den Kommentaren werde ich jeweils die Regionen posten, und da könnt ihr dann den Kommentar hochliken. Und der meistgelikte Kommentar ist dann für die nächste Episode die Zielregion. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht jedes Mal ein neues Squad bauen kann für unbegrenzte Coins. Ich habe nicht so viele Coins, es sind ungefähr 300.000 momentan. Es wird so sein, dass diese Squads relativ budgetmäßig gehalten sind. Und zwar gibt es für jedes Tor, was Crespo in diesen Turnieren erzielt, 20.000 Münzen. Heißt im Endeffekt, erzielt Crespo in den ganzen Turnieren 10 Tore, 200.000 Münzen Budget. Jeder von euch kann sich dementsprechend diese Teams auch nachbauen und selbst damit mal ausprobieren. Finde ich ziemlich cool. Eventuell machen wir mal Special-Episoden, wo es ein bisschen mehr kostet, je nachdem. Aber grundsätzlich finde ich, das ist eine ziemlich coole Idee. Und wir bilden mal oder wir bauen mal das Squad für die heutige Episode. Im zentralen Mittelfeld haben wir Rafinha, und das ist der Spieler von Milan, den ich hier einbauen werde. Die Leihgabe von Barcelona, ich weiß gar nicht, Leihgabe oder festverpflichtet. Mittelarbeitsrat, der Bruder von Thiago. Linkes Mittelfeld, da haben wir dann Douglas Costa, den Brasilianer von Juventus Turin, um halt eben Rafinha die Chemie zu geben. Five-Star-Skiller stand unterwegs, sehr, sehr guter Spieler. Zentrales Mittelfeld auf der anderen Seite, wir müssen natürlich in die Premier League verlinken, weil er bei Chelsea gespielt hat. Und da nehmen wir Fernandinho, die 86er-Variante, die ich aus Foot Champions hier am Start habe, mit sehr, sehr guten Werten. Rechte Mittelfeld, da müssen wir ein bisschen exotischer sein, und zwar wäre natürlich eine Möglichkeit, einen Spieler einfach aus der aus Premier League natürlich erstmal, einen Spieler von Chelsea zu nehmen. Allerdings haben wir noch andere Positionen, wo Chelsea-Spieler nehmen können, und deswegen wird es hier Jerdan Shaqiri. Im Sturm könnte man jetzt natürlich sagen, ja gut, nee, wir gehen erstmal in die Verteidigung. Wir gehen erstmal in die Verteidigung, und zwar ins Tor. Dann nehmen wir Geronimo Rulli. Natürlich hat Crespo, wie wir gerade gehört haben oder gerade gesehen haben, auch nicht in Spanien gespielt, aber ist Argentinier, deswegen passt das ganz gut. Das Team ist natürlich wie immer No Links Wasted. Dazu nehmen wir in die Innenverteidigung Pinola, den ehemaligen Klubberer, denn der spielt, Überraschung, bei River Plate. Und das ist natürlich perfekt, weil das Crespos Jugendverein, soweit ich weiß, ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall hat er da gespielt. Tagliafico ist dann der nächste Spieler, den wir einbauen, und zwar die nicht transferierte Version, sondern die von, ich weiß gar nicht, wie der Club heißt, bei dem er da gespielt hat, Independiente. Doch, wusste ich schon. Okay, genau, die Version bauen wir ein. Jetzt brauchen wir natürlich noch Innenverteidiger aus der Premier League, der Argentinier ist, und da haben wir natürlich Rojo, Marcos Rojo von Manchester United, Rechtsverteidiger, und jetzt wird es interessant, weil da passt natürlich einer sehr, sehr gut hin, und zwar Davide Zappacosta. Italiener, das heißt, kommt aus der Serie A ursprünglich, und dazu bei Chelsea, wo Crespo ja auch war, und jetzt fehlt uns nur noch unser Stürmer, und da können wir auf jeden Einzelnen aus der Premier League zurückgreifen. Und zu wem gehen wir da? Wir gehen zum momentanen Mann, der bei Dortmund richtig ausrastet, zu Michy Batshuayi.
finde ich, sieht nach einem sehr, sehr coolen Squad aus, definitiv. Hat vielleicht seine Schwäche im Sturm, ein bisschen wenig Pace mit Batshuayi auf der einen Seite, aber der ist ja nicht schlecht. Dazu auf den Außenbahnen, okay, Shaqiri ist nicht so schnell, aber immerhin hat Douglas Costa 5-Star-Skills und hat das Tempo. Mittelfeld ist sehr solide, Außenverteidiger sind auf jeden Fall in Ordnung. Innenverteidigung gut, Pinola sollte aber funktionieren. Das ist Team Nummer 1 und ich bin gespannt, wie es damit laufen wird. Trainer wird übrigens immer David Wagner bleiben, weil ich extrem lustig finde, dass David Wagner US-Amerikaner ist hier in FIFA. Ist ja auch vielleicht nicht ganz... Ich versteh's nicht. Die Ersatzspieler waren übrigens noch nicht auf der Bank, wie ich gesehen habe. Das macht aber nichts, denn im Endeffekt sind das alles, während das Team sehr, sehr stark ist, allerdings nicht viel Chemie hat mit 84. Aber mal schauen. Das sind alle Spieler von ehemaligen Vereinen von ihm. Wir haben ein paar Parma-Spieler dabei, unter anderem mein Inform-Cut irgendwas mit C, der, oder ich weiß gar nicht, mit C anfängt. Wir werden es vielleicht im Laufe des Spiels sehen, den ich als Red-Inform habe. Dazu von Milan haben wir Franck Kessié auch als roten Inform. Ich hätte Milinkovic-Savic als roten Inform von Lazio nehmen können. Habe ich dafür Immobile entschieden, um noch einen Stürmer zu haben. Dazu haben wir von Chelsea noch Rüdiger für die Innenverteidigung, dann werden wir da mal Ersatz brauchen. Also eine sehr, sehr starke Bank auch auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr, dass ich das nachkommentiere oder wollt ihr, dass ich es live kommentiere? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig schlüssig darüber. Ich werde vielleicht mal die nächste Episode nachkommentiert machen, aber ihr könnt auf jeden Fall mal dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben oder ich mache hier mal eine Infokarte. Sherdan Shaqiri macht das 1-0. Genau dafür haben wir ihn hingestellt, für seinen starken linken Fuß. Ich habe übrigens eine Information vergessen. Es gibt für jedes normale Tor, was wir schießen, auch noch 10k obendrauf. Also wenn Shaqiri oder Co. treffen, dann gibt es auch 10k. Ich möchte dazu sagen, ganz kurz, dass wir natürlich noch die Möglichkeit haben, eure Wunschspieler einzubauen. Ja? Das heißt, wenn ich die Region in die Kommentare schreibe und ihr abstimmt, dann könnt ihr natürlich darunter gerne irgendwelche Wunschspieler schreiben. Also wenn wir jetzt sagen, Nordamerika und ihr hättet gerne Schweinsteiger eingebaut, ja, dann schreibt einfach unter den Nordamerika-Kommentar, egal ob er gewinnt oder nicht, Schweinsteiger. Und zwar in jeder Episode, solange bis eventuell mal Nordamerika gewinnt und dann werde ich diesen Spieler eventuell einbauen. Ja, ich werde darauf gucken, vielleicht auch darauf, welcher gelikte Kommentar da steht, also welcher Spieler da am meisten geliked ist und den oder die dann einbauen. Wäre auf jeden Fall eine Option, selber noch ein bisschen zu partizipieren. Ist ein bisschen wie Subcreativity im Endeffekt, weil ihr bestimmt, wo unsere Reise mit Crespo hingeht. Und jetzt gerade während der Episode ist mir was aufgefallen, und zwar sind 10k, wenn wir jetzt nur ein Tor schießen würden und in der ersten Runde rausfliegen würden, vielleicht ein bisschen wenig für einen Squad. Deswegen haben wir einen Mindestbetrag bzw. einen Mindesteinsatz sozusagen für jede Episode von 20.000 Münzen, damit wir zumindest ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Ich weiß gar nicht, ob Crespo Freistöße kann, das sieht mir nicht so aus. Schön gespielt, Douglas Costa steht frei und macht den nicht rein. Crespo zeigt seine Kopfballstärke, 2-0 und da haben wir sein Tor und das ist übrigens mein Standardjubel, den mache ich immer mit Crespo, das, keine Ahnung, hat sich einfach so eingespielt, auch in der Weekend League, ist finde ich einfach ein cooler Jubel. Shaqiri aka der Kampfwürfel, gibt keinen Elfmeter, war die nächste gute Aktion auf jeden Fall von ihm. Ach ja, ich mag den einfach, der ist leider Gottes ein bisschen zu gut für Stoke, die spielen ja momentan eine ganz, ganz schlechte Premier League Saison. Crespo, der zeigt seine Qualität. Das ist so eine Maschine, der Mann. Damit haben wir jetzt 70k. Wir müssen natürlich übrigens nicht immer alles ausgeben. Ja, es geht auch teilweise nicht, dass man 70k für ein Team ausgibt aus Schweden. Aber nichtsdestotrotz, wir dürfen es. Und wenn das so weitergeht, dann wird es noch einige K mehr werden. Gegner 1 sieht ein, dass das nichts wird. Und damit haben wir 70k und sind in der nächsten Runde. Il Capitano bereit für sein zweites Spiel. Wir spielen gegen einen Mix aus viel Kroatien auf jeden Fall mit Schalko. Rakitic, Modric, Perisic und Lovren dazu. Visca ohne Sinn auf der rechten Seite. Pjanic haben wir dann noch. Kolasinac, Oblak. Also sehr, sehr ja, osteuropäisches Team. Beziehungsweise ist das Balkan? Ich weiß es gar nicht genau. Also, ja, nee, nicht wirklich. Auf jeden Fall Kroatien, Bosnien, so die ganzen Nationen. Beziehungsweise die beiden Nationen und Slowenien. Finde ich ganz cool eigentlich. Dazu noch Montenegro mit Savic. Mal sehen, ob dieses Team uns was entgegensetzen kann. Semper 1889. Alter Schwede, Shaqiri, wäre das ein Traumtor gewesen. Die Flanke war natürlich eigentlich für Crespo gedacht. Oi, so ein Ding darf auch gerne mal reingehen. Oh, was für ein Traumtor. Eieiei, FIFA, FIFA, FIFA. Das ist eine ganz, ganz schlechte Team-Performance. Der Pass im Mittelfeld war unglaublich schlecht. Und ich komme allgemein nicht nach vorne. Das ist ein bisschen blöd, weil natürlich können wir so keine Punkte oder keine Coins erzielen für die nächste Episode. Und vor allem verlieren wir so. Und das ist vielleicht noch ein bisschen bitterer. Batshuayi macht zumindest mal den Anschlusstreffer. Das Problem bleibt wirklich das Passspiel. Also das ist ganz, ganz schwach. Ich habe keine Ahnung, wie viel Passquote ich habe. Ich habe auch nur 41% Ballbesitz zur Halbzeit gehabt.
Da ist so viel Luft nach oben. Vielleicht geht es im zweiten Durchgang jetzt besser los. Zumindest schon mal das eine Tor gemacht. Und jetzt Crespo auf dem Weg nach vorne. Und dann wird er abgeblockt. Zack, da haben wir das 2:2. Und natürlich ist es Hernan Crespo. Ich finde es auch geil, wenn man das drückt vorher irgendwie. Ich weiß nicht, ob es 3 oder L2 ist. Diesen Jubel. Das finde ich auch ganz geil, die Laufbewegung. Spiel gedreht, Batshuayi macht das 3:2. Irgendwie läuft es im zweiten Durchgang minimal besser. Batshuayi, der hat Bock. 4:2, 90. Nächste Runde, würde ich sagen, ne? 120k. Gegner Nummer 3 und wir treffen auf Shearer und Larsson, Rashford und Lozano, Henderson und Valencia, Bailly und Ferdinand und Sessegnon, Herrera sowie Ederson. Das ist nicht schlecht. Batshuayi 1:0. Ich hänge hier hinten übrigens, weil mein Controller leer ist. Ich kann nichts machen, mein Ladekabel ist hier. Rulli ist halt nicht so der allerbeste, ne? Und Rashford ist halt schnell. Crespo! Doduno! El mejor! 2:2. Zu einfach, zu schlecht. Oh, habe nichts gesagt. Dass Rashford den natürlich nicht reinmacht. Das war eigentlich schon wieder. Ich verstehe nicht, was meine Verteidiger die ganze Zeit vor Rullis Nase machen. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, das ist. Rulli ist halt echt nicht gut, ne? Keine Ahnung, der ist nicht gut geschossen oder nicht so gut geschossen, aber er ist halt so klein. Diese Hummel nervt mich. Komm nicht hier rein, wag's ja nicht. Rulli steht vor ihm und er lässt sich da tunneln. Ich bin froh, dass ich den gleich los bin. Das Spiel sollte durch sein. Ist auch nicht so schlimm, weil ich habe jetzt gleich sowieso keine Zeit mehr, das Finale zu spielen. Und das Team hätte das Finale wahrscheinlich sowieso nicht gewonnen. Aber das sind Rulli, regt mich trotzdem auf. Crespo 4:3, der ist halt einfach ein eiskalter Torjäger, ne? Da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn Batsman D noch trifft, ne, und dann nicht im letzten Moment noch gestört wird, dann steht es 4:4. Die Sache ist nur, Verlängerung habe ich wie gesagt keine Zeit für. Gut, damit ist das Ding durch. Ja, Sterling einfach zu schnell. Meine Verteidigung auch ausgepowert. Wir haben übrigens, um das mal ganz kurz zu erklären, ich werde das jetzt hier beenden schon. Spieler der Episode, das werde ich auch immer machen am Ende. Das ist für mich definitiv Shadan Shaqiri gewesen. Auch wenn Batshuayi viele Tore gemacht hat, Shaqiri sehr, sehr starke Karte, die nicht so erwartet. Auf der rechten Seite sehr, sehr gut, definitiv. Nicht so schnell, aber zeigt auf jeden Fall, dass ein bisschen Tempo Wasser hat und setzt es perfekt ein, kann man so machen. Dazu haben wir, wenn ich richtig gezählt habe, 180.000 Münzen insgesamt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Damit kann man ein gutes Squad bauen für die nächste Episode. Mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Auch wichtig sind halt nochmal, was die Regionen angeht. Es wird halt die Region, die letzte Episode oder die in der Episode dran ist, nicht für die nächste Episode verfügbar sein zum Amstück. Das sollte klar sein, damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Hier macht Batshuayi gerade, ihr seht es nicht, aber Batshuayi gerade fast noch hier das Tor für mich gemacht, unterkante Latte. Dazu möchte ich noch sagen, dass die Super League mit dem Rest der Welt zusammen ist. Das liegt nicht daran, dass ich sie nicht in Südeuropa haben möchte, sondern dass wir in Südeuropa genug Ligen haben mit der Serie A, Serie B, portugiesischen Liga, spanischen Liga und ja, dazu wahrscheinlich noch die französische Liga. Ja, die französische Liga zähle ich noch dazu, weil wir haben Polen ja noch mit Europa, beziehungsweise Mitteleuropa, deswegen französische, spanisch und so weiter und so fort. Das reicht, denke ich mal. Dazu Asien, da gehört Russland zu, weil in Nordeuropa haben wir auch genug Ligen mit den ganzen großbritannischen und natürlich den schwedischen, beziehungsweise den, ich sag mal, skandinavischen. Und ja, ich denke mal, das sollte passen. Das war's von dieser ersten Episode. Leider hat es nicht fürs Finale gereicht, aber ich denke, war trotzdem ganz gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen. Danke für euren Support. 400 Likes wären geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.